So, hi, jetzt geht auch alles. Gerade eben hatte ich noch ein paar Probleme. Jedenfalls, willkommen zu meinem Skyrim-Stream. Ich habe seit über einem Monat nicht mehr gestreamt. Okay, über einen Monat schlecht. Doch, über einen Monat, 2 Mai. Jedenfalls mache ich weiter mit den Daedrischen Quests, aber ich musste mich kurz nochmal einlesen. Aber ich habe wie heißt du? Ferite nicht fertig. Da brauche ich noch den makellosen Rubin, aber ich habe einen Tipp gefunden, wo ich den finden kann. Das machen wir direkt mal, glaube ich. Und keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Irgendwo in Markart. Was haben wir denn eine Karte? Nee, Moment. Ich habe jetzt schon wieder so viele andere Spiele gespielt, dass ich nicht mehr weiß, welche das nicht wirklich ist. Genau, ich bin in Markart. Und ich habe gelesen, es gibt im Osten hier irgendwo so ein Schiff. Also irgendwo hier. Keine Ahnung. Und dort finden wir einen makellosen Rubin. Ich habe ja beim letzten Mal, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ich habe beim letzten Mal einfach versucht, diese Minen alle durchzugehen. Also ich habe versucht, alles Mögliche dort abzubauen und das hat irgendwie nicht gefruchtet. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Sobald ich einen Weg aus diesem Ort finde. Ah, oh, shit, nee, das ist nicht richtig. Ich krieg das hin. Ich glaube. Moment. Moment. Nee, 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 das nicht. Umgebungskarte, genau. Wir wollen zur Tür. Hier. Okay, ich gehe in die falsche Richtung. Da lang. Autsch. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück. Ja, das kann alles gut sein. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt Richtung Osten gehen möchte, dann da soll eine Brücke sein, die man von hier natürlich nicht sieht. Wenn ich den jetzt auf Anhieb nicht finde, dann lasse ich es sein. Dann mache ich die Quest wann anders, beziehungsweise hole mir dann nochmal Infos. Man soll die Brücke überqueren, den Weg weiterlaufen, bis man wieder den Fluss vor sich hat. Ich meine, der Fluss ist hier unten. Hier. Ich beuge mich gerade vor. Hier ist auch eine Brücke. Ich weiß aber nicht, ob das hier ist. Und dann soll man in den Fluss runterspringen. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Falls jemand noch einen heißen Tipp für einen makellosen Rubin hat, ich bin all ears. So, ist mir schnell geworden. Also hier schon mal der Fluss. Da ist eine Brücke. Das sieht gut aus. Und jetzt? Auf der anderen Seite sieht man einen Berg. Ja, ist ein Berg. Der Tempel der Himmelszuflucht steht da. Ist das dieser Berg? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Wird schon so sein. Aber warum sollte ich hier in den Fluss springen? Hier ist ja nichts. Außer ich springe den Wasserfall runter. Und das ist irgendwie auch nicht so sinnvoll. Jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich runtergefallen. Hier ist noch eine Brücke. Ja, das ist ja schon mal nicht so kritisch. Ja, cool. Ich springe hier einfach mal auf. Mal sehen, was passiert. Schlachterfisch. Oh nein. Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder ganz woanders.
Okay. Dann mache ich erstmal mit den anderen Quests weiter. Ich habe nämlich noch Geograph. Da muss ich zur Wolfsschädelhöhle. Meine Güte, gar nicht so einfach. Die ist bei Einsamkeit. Hier ist Einsamkeit. Und hier ist die Statue von Marie. Die soll hier oben irgendwo sein. Also, wenn Feinde in der Nähe sind. Welche Feinde sind denn in der Nähe? Dieser Schlachterfisch. Der kann mir hier leider nicht viel tun, wenn ich nicht im Wasser bin. Aber dann rennen wir halt mal kurz weg. Ich habe Lydia auch schon wieder verloren. Die schwimmt nicht so gerne. Ja, komm schon, ey. Blöder Fisch. Ich will doch nur schnell reisen. Hätte. Gut. So, dann Statue von Meridia. Hallo. Ich habe noch gar nicht generell Hallo gesagt, oder? Habe ich Hallo gesagt? Ich habe bestimmt Hallo gesagt. Ich sage nochmal Hallo. Hallo. Freut mich, dass ihr da seid. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist eine Höhle. Das könnte die sein. Falls ich übrigens wild rumfuchtel, liegt es daran, dass hier Fliegen rumfliegen. Hört ihr das auch? Hier ist ein Hund. Boah. Random Wort gefunden. Nehmen wir gleich mal mit. Nicht aufgepasst. Ah! Wo waren das? Magie. Schreie. Elementare Raserei. Der Turm erfüllt deine Arme mit der Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnellere Schläge deiner Waffen. Nicht schlecht. Kann ich aber noch nicht machen. Gut, jetzt gehen wir zur Höhle. Ich hoffe, es ist die richtige. Ich glaube, man muss da auch, also man muss nicht, man kann da auch eine Quest machen. Quest machen? Ja, das ist die Wolfsschädelhöhle. Ich weiß aber gerade nicht, wo man die findet. Nee, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal rein. Wir mögen ja Höhlen, ne? Höhlen gut. Ach ja, und was habe ich gelernt bei Höhlen? Speichern. Damit nicht sowas wie beim ersten Stream passiert. Hoppala. Das war ein bisschen Unordnung gemacht. Spitzhacke, Blasenpilz. Pilze kann man mitnehmen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Wow. Verlaufen ausgesucht. Ich glaube, ich bin teilweise schon ein bisschen überpowered. Ah ja, ich kann ihn ja essen, wenn ich will. Ich nehme einfach seinen Kram mit. Noch einer? Da. Ups. Oder die haben ein sehr niedriges Level, das weiß ich nicht. Ich meine, welches Level habe ich denn aktuell? Ich habe die falsche Taste gedrückt. 18, ja gut, das ist schon etwas höher, ne? Topf ist leer. Aber hier ist Gold. Gegrillter Lauch. Lecker. Lydia. Okay. Weiter geht's. Lassen wir die Spielchen. Wo bist du? Ja. Okay.
der hat ein bisschen mehr Power. Seid ihr zum Schluss bereit? Ich hab einen Pfeil in der Schulter hängen. So, Dietrich Gold, sehr schön. Brauchen wir nicht. Und eine Truhe. Dietrich Gold. Oh, das ist viel Gold. Das Amulett von Talos, sehr schön. Die Wahrheit zwischen Schreien vermindert. Wahrheit. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. Stab des Seelenfangs, Lederstiefel. Ich nehme den mal mit. Man weiß ja nie. Vielleicht will ihn ja jemand haben. Geht's da noch weiter? Nein. Gut, dann gehen wir wieder. Okay, das war die Höhle. Ich meine, mich erinnern zu können, wenn man eine bestimmte Person, zum Beispiel hier einen Banditenanführer, schon getötet hat, dass man dann einfach die Quest annehmen kann und dann kriegt man halt trotzdem die Belohnung. Aber ganz sicher bin ich wieder nicht. Da oben ist noch irgendwas. Guck mal da ran. Nee, nicht so. Aber egal. Ah, ich guck mal eben auf der Karte. Nee, abgeschlossen. Gut, dann habe ich schon alles erledigt. Dann gehen wir wieder. Und jetzt gehen wir nach Einsamkeit. Ja, das können. Ich wollte das nicht markieren. Nein, mach die Markierung wieder weg. Ah! Wie spielt man dieses Spiel? Ich will. Ich habe den Ort noch gar. Ich war noch gar nicht in Einsamkeit. Nein, ich möchte die Markierung löschen, bitte. Entfernen, danke. Dann gehen wir halt hier zum Lagerhaus. Wieso war ich noch nicht in Einsamkeit? Entschuldigung, bin ich auch schon in Einsamkeit. Wahrscheinlich habe ich es gedacht, weil ja die Mainquest da weitergeht. Aber gut. Kriegen wir schon hin. Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Ich will doch nicht mit denen reden. Mann, nee. Dass die mal denken, dass ich mit denen reden will. Auch hin ordnen können. Cutlers Hof. Ja, rechts unten. Auf nach Einsamkeit. Prost. Solitude of English. Ja, das ergibt auch irgendwie Sinn. Die dürfen Einsamkeit mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Ein angegriffen? Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Ihr solltet ihr sagen, nein, Drachen sind überall. Macht schon weiter! So, ich suche die Halle der Toten. Also nicht die Halle der Toten, aber... Die Halle der Toten? Ne, die Halle der Toten war woanders. Moment mal. Ich suche auf jeden Fall den Friedhof. Ihr habt uns verraten. Auch wir. Ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Das ist die Tür. Ich finde den Friedhof bestimmt. Wenn auch nicht auf Anhieb. Ah ja, Halle der Toten. Siehst du mal? Hier ist der Friedhof. Du bist du der, den ich suche? Du bist der, den ich suche. Der Bitte, Willen. Hört mich an.
Mein Meister ist zwischen den Welten verschollen. Und ich kann ihn nicht zurückbringen. Auch das noch. Okay, was braucht ihr? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. So ein langer Urlaub. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Okay, wo finde ich euren Meister oder warum verlasst ihr euren Meister nicht? Warum verlasst ihr ihn nicht? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Okay, wo finde ich ihn? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammen getrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Den Hüftknochen? Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Gut, aber wir haben die Quest gefunden. Der Geist des Wahnsinns. Also gut. Dann, ja, und wo finde ich diesen Hüftknochen? Erstmal markieren, damit ich weiß, was wir zu tun haben. Derwin möchte, dass ich seinen Meister zur Rückkehr von seiner Urlaubsreise bewege. Dazu muss ich mir Zutritt zum Pelagius-Flügel des Blauen Palastes verschaffen. Ich verschaffe dir Zutritt. Gut. Wo ist hier hin? Geradeaus. Alles klar. Nee, das nicht, das ist der Keller. Hüftknochen. Was für ein Hüftknochen? Gut Stolzspitze. Das ist wirklich ein prächtiges Haus. Und es steht zum Verkauf. Ja, ich kaufe mir noch ein Haus, keine Sorge. Kommt alles noch. Erstmal die Dedra-Quests irgendwie abschließen. Irgendwie. Okay, ich bin drin. Und jetzt? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Kennt das noch jemand? Von AOL? Okay. Falk Feuerbart. Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Ja, sprich mit mir. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir bitte sofort unterbrech eine Armee das Gericht aussenden, nicht. Um die Höhle auszuräumen und die Stadt ach, zu sichern. Hier ist gerade ein Trial, okay. Eure Menschen, meine Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk? Tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrücke zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. So, können wir jetzt reden? Ja, Feuerball passt auch ganz gut, ne? Ach ja, ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Jo, ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der Wolfsschädelhöhle braucht. Habe ich schon erledigt. Ich muss irgendwie in den Pelagius-Flügel kommen. Und was passiert mit Elisif? Elisif, wenn das Kaiserreich den Krieg gewinnt und hat generell Tullius Respekt vor Elisif. Okay, fragen wir erstmal danach. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Schon erledigt. Okay, und warum heißt sie Wolfsschädelshöhle? Ja, warum nicht? Die Höhle hat eine finstere Geschichte.
Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Okay. Also anscheinend habe ich die Quest begonnen, aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Naja, okay, ich mache erstmal weiter. Also, wir müssen in den Pelagius-Flügel. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht. Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der blaue Palast, die Jarl, will mit gewöhnlichen Angelegenheiten des Hofes nicht behelligt werden. Mit solchen Anliegen kommt ihr gefälligst zu mir. Oh, was passiert denn jetzt, wenn sie den Krieg gewinnen? Das wird sich noch zeigen. Sie hat einen legitimen Anspruch auf den Titel der Großkönigin von Himmelsrand. Doch wir benötigen die Unterstützung der anderen Jarl, soll der Anspruch Bedeutung haben. Wenn diese sie als Herrscherin akzeptieren, wird es Frieden geben. Okay. Und hat Tullius Respekt vor ihr? Aber natürlich. Was soll diese Frage? Ich wollte ja nur mal fragen. Ihr habt euch wohl von Erikur beschwatzen lassen. Unter den Tarnen gehen Gerüchte um und ich verdächtige ihn, sie gestreut zu haben. Ihr solltet diesem Gerede kein Gehör schenken, wenn ihr in dieser Stadt weiterhin willkommen sein wollt. Trotz ihres jungen Alters ist Elisif von Rechts wegen Jarl. Elisif. Und hier in Himmelsrand respektieren wir immer noch die Traditionen unserer Vorväter. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Schön. Also bitte fühlt euch am Hof von Einsamkeit willkommen. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Sibylle, ich rede doch gar nicht mit dir. Also der ist immer noch aktiv. Mal gucken. Ja, gut. Dann müssen wir da jetzt nochmal hin. Aber wir haben ja Schnellreise. Schnellreise ist mein Favorit. Kommen wir von in der Stadt dahin? Natürlich nicht. Also verlassen wir erstmal Einsamkeit. Hier ist noch ein aktiver Questmarker. Moment. Gucken wir erstmal. Ah, unten, okay. Keine Treppe. So runtergehen. Das Ding ist einfach zu groß. Wieso schläfst du, Una? Lass mich mit dir reden. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir haben hier gerade erst geputzt. Das ist auch immer das, was ich sage, wenn man mich einfach aus dem Schlaf reißt. Ich muss irgendwie in den Pelagius-Flügel kommen. Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu beseitigen. Gut, Falk hat mich gebeten, mir das mal anzusehen. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Wenn Erdi mich beim Plaudern erwischt, muss ich mir so was anhören. Gut, gut, gut. Dann haben wir jetzt Schlüssel, denke ich. Ja, Schlüssel, genau. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was passiert. Oh, ist dunkel hier drin. Kruglaterne. Lila Schmetterling im Glas. Das ist sehr spezifisch. Ich nehme den einfach mit. Ah, hier ist die schöne Musik. Das ist echt kacke dunkel hier. Kann man hier mal Licht machen? Oh nein, ich bin zu faul, eine Fackel anzumachen. Karotten. Wer braucht sie nicht? Met, Krug, Bank, Bank? Also, kann ich mich hinsetzen, okay. Ist nix. Hier geht's hoch und hier. Was haben wir hier noch?
Met, Wein, Met, okay. Keine Heiltränke, die hätte ich... Oh, oh, oh. Fast die Treppe runtergefallen. Die brauche ich nicht, wollte ich sagen. Also hier war ja wirklich schon lang keiner mehr, ne? Das sieht man richtig. Noch Holy shit! Ach nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Wo bin ich denn jetzt? Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Tüh, tüh. Das Essen geht. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Also, ja. Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und oh, 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 und der Käse zum Sterben gut. Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ha, Rumpf! Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt... Vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch. Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Interesting. Okay, stehen wir wieder auf. Können ja bestimmt mit Chiograph mal reden. Wie unhöflich ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Ich bringe euch eine Nachricht. Moment, wo sind wir hier? Mit wem habt ihr da geredet? Erstmal fragen, wo wir hier sind. Das ist schon sehr suspekt. In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Okay. Ah, ist es euer erstes Mal? Sieht ganz so aus. Mit wem habt ihr da geredet? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren. Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er... Müsst ihr Oblivion sein. Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Er verbat den Tod. Na gut, okay, ich bringe euch eine Nachricht. Wirklich? Oh, oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Auf jeden Fall. Die mag ich am liebsten. Und heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Nee, du bist ein Delra-Fürst. Habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ich soll euch aus eurem Urlaub zurückholen. Ich glaube, es war ein Fehler herzukommen. Nee, nee, wir sollen ihn aus dem Urlaub zurückholen. Das ist schon ganz richtig. Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sagt nicht! Ich will es erraten. War es Molag? Nein, nein! Der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es... ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Pachmal. Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Ziemlich. Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Oh Mann. Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Und ob. Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich fürchte, ich kenne euch nicht, Sir. Ich weiß nur, dass euer Volk sehnsüchtig auf eure Rückkehr wartet und oder ihr seid ein Verrückter. Ich nehme das Zweite. Ja, ja. Oh, bitte, verzeiht. Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig. Also nun mal im Ernst.
Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Das merkt man. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Schwach. Gut, heißt das jetzt, dass ihr geht oder nicht? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Natürlich, Bedingung. Natürlich. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Na super. Kinderspiel, ich weiß ja nicht. Und wo liegt der Haken? Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius III. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit dem Wabajak? Na, das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Okay. Jetzt habe ich den... Er sagte Wabajak, aber ich nenne es Wabajak. Wabajak, Wabajak, wie auch immer. Ja, dann suchen wir mal einen Weg nach draußen. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Okay. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Na super. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Das war schlagen. Ich habe das Gefühl, das fruchtet nicht. Gucken wir mal weiter. Hier geht's nicht lang. Außer ich kann hier hochspringen, aber... Nein, hier ist die Karte zu Ende tatsächlich. Das wird ja jetzt witzig. Oh, was war das? Irgendwas ist da, aber es ist... Ja, vielleicht ist es auch einfach nur... Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten, Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Das ist euer Ende. Gut, dann versuchen wir mal mit Zorn zu reden. Sprich mit mir. Hallo? Der will nicht mit mir sprechen. Dann spreche ich mit der Zuversicht. Geht auch nicht. Dann schieße ich ihn mal. Explodiert! Ich habe sie einfach in die Luft gejagt. Was zur Hölle? Ihr seid mir nicht gewachsen. Ist da jemand? Hier drüben! Ihr scheint da ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas verkleinern.
Das ist irgendwie abgefahren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ihr hättet nie herkommen sollen. Los geht's. Hier drüben. Okay, die müssen anscheinend gleich groß sein. Ihr seid mir nicht gewachsen. Lassen wir die Spielchen. Okay, jetzt sind sie beide tiny. Was war das? Jetzt kommt die Passage, die ihr hinfallt und zu Tode blutet. Okay. Krieg ich den auch wieder groß? Okay, lassen wir die Spielchen. Ihr seid so gut wie tot. Was ist denn mit den Selbstzweifeln hier los? Das war's. Euch töte ich gern eigenhändig. Ich krieg Zorn nicht mehr groß. Was ist denn da los? Ihr habt euch euer eigenes Grab geschaufelt. Ich werde euch vernichten! Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Sieht aus wie ein Hawker. Himmelsblatt gehört ihm noch. Also, wenn ich Zuversicht treffe, wird Zuversicht groß. Was? Jetzt nicht mehr? Lassen wir die Spielchen. Ist da jemand? Was war das? Wunderbar! Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Ja, aussieht. Ist jetzt ja nicht gerade der hübscheste, ne? Okay, next. Vielleicht muss man das in einem bestimmten, in einer bestimmten Reihenfolge machen. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius' Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht. Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Ja, ach was. Okay, Moment. Ich brauch ein Feuer. Ah, okay. Das könnte funktionieren. Jetzt nicht in den toten Winkel hier. Ich muss irgendwie. Also, hallo? Mein Gott. Sind das mit dem Blitz? Warum verwandel dich wieder? Nee, doch, auch das meine. Ich brauch Feuer. Komm schon. Eis. Feuer. Ja. Oh Gott, ey, was für eine anstrengende Quest.
Jetzt bleib halt stehen, wenn ich dich verwandeln will. So, Feuer sollte gegen Eis funktionieren. Naja gut, jetzt ist er halt Blitz, aber das ist irgendwie... Ich kann ja, glaube ich, nichts ausrichten. Gut, warten wir mal, was passiert. Weil der brennt ein bisschen. Aber irgendwie auch nicht. Den Blitzvieh. Au. Hier auf mich. Spannend. Wieso kann ich dem eigentlich keinen Schaden zufügen? Kann ich hier irgendwas... Kann ich die da vielleicht irgendwie... Oho, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung litt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wow. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Ich fühle mich gerade so verarscht von diesem Typen. Ich dachte, er kommt nie drauf. Leck mich am Arsch, ey. Was soll das? Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zu dem anderen, wo ich vorhin irgendwie noch nichts gesehen habe. Mann, Mann, Mann. Ganz schön gemeiner Typ. Aber was erwartet man von dem Daedra-Fürsten? So, was muss ich denn hier machen? Reden. Mit dem Gequälten. Ich kann nicht mit ihm reden. Dann nehmen wir den Stock. Oha. Ein Wolf. Eine Ziege? Schlafen, Bett, fremd. Du kannst nicht in einem fremden Bett schlafen. Was für eine Diskriminierung. Okay, versuchen wir nochmal die Ziege zu verwandeln. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Nee. Dann ihn. Ist das aber eine Überraschung? Oha. Nee, nicht die Ziege. Oh Mann, ich treffe mich. Ziege in Ruhe. Hab ihn. Okay, jetzt haben wir den kleinen Pelagius. Hallo. Hi. Hexe. Heißblütige Maid. Oh, das Bett brennt, das Bett brennt. Okay, hat auch gut. Wieder so ein Feuer. Die sind so schnell. Jawohl. Weg ist es? Okay. Alles brennt. Alles geht in Flammen auf. Was wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe? Drachen. Oh nein. Was? Oh, 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 fuck, fuck, das ist gefährlich. Na, okay. Wenn das mal keine gute Nachricht ist. Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen.
Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Noch weiter? Ja, ich habe auch Fragen, ganz viele. Braucht etwas? Was ist hier los? Kann ich diese Kiste öffnen? Guck mal, durchsuchen? Nee, geht leider nicht. Okay. Aber das ist ja auch nur... Habt ihr was zu sagen? Der Kopf eines Verrückten. Oh Mann. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. So. Sag an. Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Ich habe es geschafft. Ich habe Pelagius Geist geheilt. Hm, das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Vor allem im Kopf. Aber nun gut. Ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also... Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Ja, dann... Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck. Du hast nur wieder mein Gepäck gelassen. Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Ach, das ist er ja. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Danke. Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Oh ja. Tschüsschen. Bin ich dabei. Gib mir eine Erdbeertorte. Jawohl, dann haben wir das geschafft. Wie kommen wir raus? Ah, wir kommen von alleine raus, alles klar. Das war besonders. Oh, ich habe Stuff gekriegt. Was habe ich denn da für eine Quest jetzt? Weil wir mal kurz gucken. Das sind die Fische. Klar im Kopf. Feuersalz, ja klar, die kriegt man von diesen Feuerviechern. Bringe 1 Mammutstoßzahn zu Isolde. Okay, die sind abgeschlossen. Nö, keine Ahnung. Finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Aber ich gucke mich mal hier noch kurz um. Muss mich auch gleich wieder umziehen, weil das ist... Hallo Lydia. Ich glaube, das reicht nicht, so rumzulaufen. Ich meine, ja. Bettzeug. Im Keller. Ich schlafe auch immer gerne im Keller. Wer tut's nicht? Okay. Ja, dann haben wir den Geist ja gesäubert. Das klingt so falsch. Auf jeden Fall haben wir das erledigt. Damit haben wir Theogorath abgeschlossen. Gut. Wir brauchen immer noch einen makellosen Rubin. Erstmal ziehe ich mir wieder ordentliche Klamotten an. Mein Schild. Wobei, nee, ich hatte doch einen besseren Schild. Egal. Erstmal die orkische Rüstung wieder. Violas Goldring. Namiras Ring. 50 Punkte Ausdauer mehr. Leichenzehren steigert deine Gesundheit und deren Regeneration. Wartezeit zwischen... Ja, das ist nicht ganz so wichtig. Gesundheit? Ja, dann nehmen wir Namiras Ring. Gut. Dann Waffen.
Sanguines Rose. Ja, stimmt, die habe ich ja auch schon. Ja, auch schon abgeschlossen. Beschwört für 60 Sekunden einen Remora. Das ist eigentlich ziemlich cool. Stab des Seelenfangs, den habe ich ja einfach mitgehen lassen. So, das war der. Ah ja, ein Energiestoß von Wabajak mit einer unvorhersehbaren Wirkung. Haben wir gemerkt. Haben wir gemerkt. So, aber der Streitkolben ist das, was ich ausgerüstet hatte. Gut. Jetzt gehen wir nochmal zu der... zu der Höhle und gucken, ob wir da noch irgendwas hinkriegen, weil anscheinend ist sie nicht fertig gesäubert. Das Bett war für das Kellerkind. Ja, das Bett ist auf jeden Fall für das Kellerkind. Ich meine, wer war nicht ein Kellerkind? Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft und das Geschäft ist gut für die Welt. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft, bist du Bescheid? Vorsicht in meiner Stadt. Diese Axt wollt ihr nicht in Aktion erleben. Na, da bist du. Wo ist denn die Tür? Ruf mal raus hier. Das ist nicht die Tür. Ignoriert sie. Richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Was braucht ihr? Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie auf dir fragt. So random NPC-Gespräche sind auch immer sehr witzig. So, Höhle, genau. Können wir jetzt hier hinreisen? Oder ist es vor der Höhle? Ist halt jetzt die Frage, weil abgeschlossen ist die ja eigentlich schon. Oh ja. Oh ja, Skelette. Lydia, weißt Bescheid. Das hast du gut gemacht. Da noch mehr? Nee. Okay, wir gehen mal einfach nochmal rein. Vielleicht schauen wir ja auch einfach was übersehen. Oh. Aha. Plötzlich laufen hier Untote rum. Den können wir verscherbeln. Ich so Gold! Das ist nix. Und dann kaufe ich nichts mit dem Gold. Lydia, du stehst im Weg. Geh mal weg! Was ist denn das hier? Gehst du wohl weg? Danke. Und hier denn auf einmal her? Oh Gott. Nicht einfrieren. Nicht einfrieren. Jetzt. Zauberbuchraserei. Zahlt ihr. Und du? Joa, den können wir mal wegnehmen. Können wir ein bisschen an dem futtern. Lecker, lecker. Ader. Oh Gott. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Nicht so. Nein, Lydia, du stirbst nicht. Alles ist gut. Außer ich bringe dich aus Versehen um, aber das glaube ich nicht. Jetzt bezahlt ihr. Ist der tot? Nein. Wieso geht denn mein Dings nicht? Ein Geschrei. Was soll das? Kann man auch verkaufen, ja. Ja, das stimmt. Die Wachen erzählen eigentlich immer das Gleiche. Aber das macht's auch irgendwie ein bisschen sympathisch. So ein altes Spiel. Aua! Jetzt habe ich da so ein Eiszapfen in mir drin stecken.
hey, hier war ich ja vorhin schon. Wieso sagt er dann, dass die... Oh, das ist schön geköpft, oder? Schön. Sauber. Holen wir mal ein bisschen HP hier. Hier unten? Ich erinnere mich nicht. Ah, die Ruine, nicht nur die Höhle. Ja, okay, okay. Dann sind wir jetzt natürlich hier woanders, ne? Oh, das sieht gefährlich aus. Boah. Da wünsche ich mir dann manchmal selber entweder Zauberer oder generell Fernkämpfer zu sein. Aber gut. Nur weiter. Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Kutema. Wir rufen euch herbei, Kutema. Lange schlief dir den traumlosen Schlaf des Todes, Kutema. Doch jetzt nicht. Geht gleich weiter. Hört uns, Wolfskönigin. Oh. Wir rufen euch herbei. Wir machen hier echt crazy shit. Mal behaupten hoch. Was ist denn Lydia? Die läuft doch sonst immer an mir vorbei. Lydia. Kommen Sie bitte. Ja, ja. Bringt mich zurück in dieses Reich. Ich will dich suchen, Mann. Wie unsere Worte euch rufen, bindet euch das Blut der Unschuldigen, Wolfskönigin. Ich hasse und liebe Magier zugleich. Alter, wo ist Lydia? Könnt hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ah, da bist du ja. Wenn man vom Teufel spricht. Kann ich hier gerade speichern? Geht das? Perfekt. Hier stimmt etwas nicht. Es gibt einen Eindringling. Das wäre dann wohl ich. Was war das? Ah, das regelt die, das regelt die. Lydia kann. Brauchen wir das nicht? Das ist du, das ist auch nix. Eure tollen Bogen brauche ich nicht. Honigwaben. Okay, why not? Noch ein Ascherhaufen. Schön. Okay, kann ich irgendwas machen? Buch! Die Flüchtlinge. Leichte Rüstung verbessert. Perfekt. Gut. Da komme ich nicht rauf. Kann ich die Brücke runterlassen? Das Nebel.
Das sah witzig aus. Eine Kiste. Alles für die Kiste. Gold. Frostbiss. Goldener Ring. Den nehmen wir mit. Stahlhelm brauche ich nicht. Ich habe meinen orkischen Helm. Der ist gut. Und zurück in die Höhle. Okay. Interessant. Wieso habe ich den Weg vorher nicht entdeckt? Oder war der einfach... Ah, guck mal. Das war da, wo ich vorher nicht hochgekommen bin. Vielleicht war der Weg auch nicht zugänglich. Ich weiß es nicht. Kann ja alles sein. Aber dann müsste das ja jetzt... ready sein? Wobei keine Dings kam. Guck mal eben. Doch. Dann können wir zurück. Auf nach Einsamkeit. Mal wieder. Mal gucken, wie das war. Ich glaube, es war einfach nur gerade aus. Es regnet immer, man sieht den Regen nicht. Hey, wollt ihr Fang spielen? Nee, danke. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Ich habe ja in meinem ersten Playthrough auch Kinder adoptiert. Das war witzig. Und auch ein bisschen nervig. Aber es sah schon witzig aus, wenn du so zwei Menschenkinder hast. Ja, bestimmt. So zwei Menschenkinder und ich war ein Dunkelelf. Das war schon witzig. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholz. Ja, ja, mein Süßholz, ich weiß. Bürger? Oh. So, was ist er denn? Oh, hallo. Ich räume gerade etwas auf. Seid ihr wieder in irgendeiner Sitzung, oder? Nee, man kann nicht anfangen. Ihr seid zurück. Gut. Was habt ihr in der Wolfsschädelhöhle gefunden? Ein paar Totenbeschwörer haben versucht, Potema zu beschwören und zu binden. Potema selbst? Bitte sagt mir, dass ihr sie daran gehindert habt. Oh, Pizza. Nice. Ich habe ihr Ritual unterbrochen. Es ist vollbracht. Ihr habt uns einen größeren Dienst erwiesen, als ihr ahnen könnt. Eine wiederauferstandene Potema. Das wäre nicht auszudenken gewesen. Yippie. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Gut, kann ich das von meiner Liste streichen. Okay. Das heißt, ich habe gerade aus Versehen meine Waffe gezogen. Wir brauchen immer noch den makellosen Rubin. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den finden soll. Hallo. Schön, dass du da bist. Von Markart nach Osten laufen, Brücke überqueren, dann wieder den Fluss vor mir haben. Ich habe hier auch... Ich habe mein schlaues Buch. Oh Mann. Das ist Perite. Das einzige Heilmittel. Das Ding ist halt, das ist sau schwer, diesen makellosen Rubin zu finden. Weil, keine Ahnung, der ist einfach unauffindbar. Also, ich habe ja, wenn wir mal in die Quest reingucken, der Vermisste. Ach stimmt, ich habe ja so random gerade eine Quest noch mitgenommen. Schaffe einen makellosen Rubin. Ein Khajiit namens Cash hat angeboten, mir bei der Kontaktaufnahme zu Perite behilflich zu sein. Er hat mich gebeten, eine Todesglockenblume, einen makellosen Rubin, ein Silberband und etwas Vampirstab zu besorgen. Kein Problem, habe ich alles. Makelloser Rubin, schwierig. Entweder ein Vampir versteckt, da waren wir aber noch nicht. Im Thronsaal in Korvanyund. Während der Bürgerkriegsquest zugänglich. Keine Ahnung, wie ich die trigger. Dann in dem kaiserlichen Schiff Kataria, das in der Nähe von Einsamkeit vor Anker liegt. Aber ist während der letzten Quest der Dunklen Bruderschaft zugänglich. Ich weiß natürlich nicht, ob man da auch so reinkommt. Oder halt über die Karawane oder einen Händler in einer großen Stadt kaufen. Die Händler habe ich schon abgegrast.
leider kein Glück gehabt bisher. Ist jetzt oh, hallo. Halt... Hi. Ich räume gerade etwas auf. Ja, räum auf, ist mir egal. Das ist die Frage, wie wir da hinkommen. Beziehungsweise, ich bin ja jetzt in Einsamkeit. Vielleicht hat ja hier ein Händler einen makellosen Rubin. Können wir ja mal gucken, ne? Wie spät haben wir es? 2.44 Uhr. Ja, dann haben die Händler noch offen. Was ist das hier? Advarshaus. Hey, wollt ihr Fang spielen? Nein, immer noch nicht. Mann! Keine Zeit. Oh, hier sind Händler. Unterm. Du hast Fisch. Ah, du bist Advar, wo ich gerade... Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Ja. Ich frage trotzdem. Seht es euch an? Er hat wahrscheinlich nur Fisch. Salz und Fisch, ein bisschen Bier. Okay, nee. Oh, ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung. Svari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rockwi etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Ja, gut. Wir leben in unruhigen Zeiten. Das tun wir. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate, einen Kohl oder einen Lauch. Ich nehme alles. Okay, hier kommen bestimmt interessante Leute vorbei. Manchmal schon. Jari Rawe ist neulich hier. Sagte mir, ich solle die Augen offen halten. Nach Neuankömmlingen in der Stadt, ihr wisst schon. Ah ja. Habt ihr keine Probleme, hier reife Ware zu bekommen? Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. Ich soll den Lauch kaufen. Ja, okay, komm, ich kaufe den Lauch. Das, was ihr hier seht. Ich kaufe auf jeden Fall den Lauch. Was hat sie denn? Sie hat 6 Lauchstangen. Ich kaufe 3. Dann kann ich gegrillten Lauch machen. Okay. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Was? Ich habe gerade Lauch bei dir gekauft, halt die Flasche. Ich hoffe, das vermisst niemand. Gut, Yvette Sun. Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Warum? Was braucht ihr von den Docks? Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben. Ich soll alle 6 Lauch kaufen. Ja, okay, komm, dann kaufe ich gleich noch mehr Lauch. Jetzt habe ich der Tante natürlich nicht zugehört, aber ich nehme einfach mal die Quest an. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Ich queste ja so gerne. Wie läuft das Geschäft? Es reicht aus. Ich bin ehrlich gesagt angewiesen auf die Verkäufe während der Verbrennung von König Olaf. Und dieses Fest findet dieses Jahr wahrscheinlich nicht statt. Was ist die Verbrennung von König Olaf? Ein jährlich von den Barden ausgerichtetes großes Fest. Dabei wird König Olaf als Puppe verbrannt. Das ist immer ein ziemlicher Spaß. Bei den Barden gibt es während des Festes Würzwein. Also kommt immer eine große Bestellung. Noch Wochen später ist die Nachfrage so groß, dass ich kaum hinterherkomme. Aber nach dem Tode des Großkönigs Torik gilt das Fest als geschmacklos. Dieses Jahr wird es also wohl nicht stattfinden. Tja. Wird euer Würzwein nach einem geheimen Rezept hergestellt? Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Octave jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Gut. Viel Glück. Gehe ich noch Lauch kaufen, damit ihr zufrieden seid. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate. Lauchmonopol. Ich weiß ja nicht, es gibt bestimmt woanders auch noch Lauch. So. Jetzt habe ich den ganzen Lauch gekauft. Jetzt seid ihr zufrieden, ja? Wer bist du denn? Silana Petria. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. Ja, ganz bestimmt. Ich suche immer noch einen makellosen Rubin. Es gibt hier ja auch noch andere Händler. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Kram mit Charme.
Ihr scheint mir der abenteuerlustige Typ zu sein. Ich wette, wir sind verwandte Seelen, ihr und ich. Ich bin auf jeden Fall der abenteuerlustige Typ. Jetzt bringe ich die Fische. Ihr braucht etwas? Lauchsuppe mit Pilzen muss nicht sein. Das kann man auch nur aus Lauch machen. Und schön Käse. Ich meine, in Skyrim gibt es auch sehr viel Käse. Okay, Saimar. Beirand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Wer ist Beirand? Beirand ist mein Mann. Er arbeitet in der Schmiede oben im Schloss Elend. Ich sehe ihn aber kaum noch, seit er wegen der Bestellungen der Armee so viel zu tun hat. Einsamkeit, Schloss Elend. Ja, das ist schön, ne? Ja, wir skillen den Kochen-Skill. Ich habe noch nicht so viel gekocht tatsächlich hier, weil ich immer alles mitgenommen habe. Gut, was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Hast du vielleicht einen Rubin für mich? Sonstiges. Amethyst, Becher, Bügel. Den Dietrich nehme ich mal. Glas. Seelenstein, Rockerzahn. Bla 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 bla. Mächtiger Seelenstein. Leider kein Dingster, Wurmster. You get it. Angelkarte. Der Bettlerprinz. Ich glaube, ich habe auch schon gelesen. Zaubertränke. Ich müsste auch mal was verkaufen. Ich habe schon wieder so viel Kram in der Tasche. Also erstmal Heiltränke. Heiltränke kann man immer gebrauchen. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ich weiß. Okay. Was kann ich denn mal verkaufen? Pfeile, die brauche ich nicht. Den kannst du auch haben. Kleidung. Wieso habe ich das? Ach stimmt, das hatte ich ja in dem Gehirn an. Das ist was anderes, wenn die Karas nicht kochen können. Der muss nicht kochen können, der kann sich auch einfach alles zusammenklauen. Ich verkaufe jetzt erstmal ein bisschen Kram. Das behalte ich. Und die Ringe können weg. Wo? Oh, Gift, Eisgeistresistenz. Ja, die benutze ich auch nicht. Weg. Redekunst verbessert. Sehr schön. Gesundheit, Gewandtheit. Gewandtheit? Ne, brauche ich auch nicht. Krankheitsheilung. Sehr gut. Ich könnte ja mal die Ausdauertränke auch nutzen, wenn ich sie schon habe. Ich glaube, das sage ich in jedem Stream. Steigert die Fertigkeit Schwerrüstung für 60 Sekunden 10 Punkte. Mhm. Okay, was haben wir hier noch? Aha, ja, die behalte ich mal. Okay, Wein brauche ich nicht. Frisches Fleisch. Das ist ein Rüssel. Das ist kein Fleisch. Das ist ein Rüssel. Ah, oh, man. Aber nimm den mal. Gemüsesuppe, Hühnerbrust, Kartoffelkohlsuppe und Tomatensuppe. Und der Lauch, ganz wichtig. So. Die Zutaten behalte ich alle. Bücher, Kopfgeld. Zauberbücher. Was haben wir hier noch? Amethysten. Ja, komm, die können weg. Den behalte ich natürlich. So viele Dietriche. 96. Die verkaufe ich jetzt auch erstmal. Ich kann mir ja noch ein paar Drachen erlegen. Die können auch weg. Ich habe 7 makellose Granatsteine. Könnte davon nicht einer irgendwie ein Rubin sein? Mammutstoßzahn kann auch weg. Warum habe ich so viel Shit? Ah ja, da ist ja der Hüftknochen. Sexy, oder? So ein Hüftknochen? Ja, schon hat was, ne? Schaufel. Können wir jemand vergraben? Fragment brauche ich nicht. Erz kann auch erstmal weg. Okay, jetzt sollten wir wieder ein bisschen Platz haben. Gut, dann reden wir mal noch kurz mit der. Wart ihr bei Rockwears Hinrichtung? Nein. Das war eine üble Geschichte. Der Tod von Großkönig Torik hat die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Und unter uns gesagt, er war nicht mal ein besonders guter König. All die endlosen Reden, das Kaiserreich hier, das Kaiserreich da. Okay,
Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Warum ich den Wein verkaufe, soll mir bei der Lauchsuppe trinken. Ich kann mir bestimmt noch einen irgendwo klauen. Keine Sorge, das kriege ich hin. genau. What am I doing? Ich suche einen makellosen Gewinn. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht haben die hier einen. Ach ja, why is the wrong one? Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Lasst mich in Ruhe. Jetzt sind da auch noch einer. Willkommen im zwinkernden Skeva, mein Freund. Guten Tag. Weshalb heißt diese Taverne Zwinkernder Skeva? Nun, als kleiner Junge hatte ich einen Skeva als Haustier. Und er hat immer gezwinkert. Ihr habt einen Skeva als Haustier gehalten? Damals waren sie noch kleiner. Okay, Gerüchte? Ich habe gehört, dass Jari Ra im Brunnenbezirk ist, um neue Leute anzuheuern. Noch mehr? Ich glaube, die Badenakademie sucht neue Schüler. Redet mit Viamo, dem Oberhaupt der Akademie, wenn ihr interessiert seid. Oh, dann können wir auch schöne Lieder singen, wenn wir das machen. Also, es ist noch zu verkaufen. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Warum singt ihr was? Bre? Essen, Zutaten. Nee, gut. Denkt an den zwinkernden Skeva, wenn ihr das nächste Mal wunde Füße habt. Ja, jederzeit, keine Sorge. Der zwinkernde Skeva. Rubin. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, komm, hau raus. Ach, was für eine Freude. Noch ein reizender Kunde. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keine Umstände, wirklich. Dieser Sarkasmus. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Bekleidung? Ich denke nicht, dass ich hiervon irgendwas brauche. Eine Kochmütze. Hübsch. Mönchsrobe, auch nicht schlecht. Also hier gibt's eigentlich alles. Gut. Hast du einen Rubin? Nee, du hast noch Mädchenbekleidung und Jungenbekleidung. Die brauche ich auch nicht. Macht ihr auf diese Art viele Geschäfte? Glänzende Gewänder hat die beste Kleidung in ganz Himmelsrand. Darum kommen die Kunden zu uns. Schlechter Tag. Ja, wenn meine Kunden meine Zeit mit Schwatzen vergeuden und nichts kaufen wollen. Mann, bist du nett. Endlich. Endlich, ja, ich gehe ja schon. Bitch. Weiß ja nicht, ey. Wer hat einen scheiß makellosen Rubin für mich? Ich will nicht wieder in die Minen. Jung. Lederstreifen. Ja, warum nicht? Nehme ich jetzt mit. Es sind noch mehr Geschäfte. So, das waren die Klamotten. Das ist die Taverne. Kram mit Charme ist der Kramladen. Angeline's Aromatics. Da waren wir noch nicht. Noch Zeit, ja. Vorsichtig! Ja, Entschuldigung. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn... Ja. Ihr Warum? Kommt doch viel herum, oder? Wart ihr schon in Weißlauf? Schon ein paar Mal. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich hätte nicht erwartet, tatsächlich jemandem zu begegnen, der dort war. Meine Tochter Fura. Nach ihrem Eintritt in die Armee wurde sie in Weißlauf stationiert. Ich hatte gehofft, ihr wärt ihr vielleicht begegnet. Was weiß ich, wie deine Tochter aussieht? Ich habe in letzter Zeit nichts von ihr gehört. Ich habe versucht, mit Hauptmann Aldis zu reden, aber ihr war überhaupt keine Hilfe. Man kennt es. Ich habe sie noch nicht getroffen, aber ich könnte versuchen, noch mehr Informationen zu erhalten. Tut mir leid, ich habe sie noch nie gesehen. Komm, Quests. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich wäre euch für jede Neuigkeit dankbar, die ihr Hauptmann Aldis entlocken könnt. Jo. Was habt ihr zu verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Oh ja. Lösung der Stärke. Das ist eigentlich immer... Boah, ist das teuer. Holy shit, 1000 Goldstücke.
Also Heiltränke nehme ich immer. Habe ich jetzt alle gekauft? Ich glaube ja. Okay, nehmen wir die starke Heilung mit. Was ist das? Wiederherstellungszauber sind stärker. Ne, wollen wir essen. Zutaten. Bücher. Okay, dann könnte ich das selber machen. Auch gut. Na gut. Aromalädchen, er verkauft also Parfüms. Wir führen hauptsächlich Kräuter- und Alchemiezutaten. Vor dem Krieg wurden unsere Waren aber größtenteils als Aromastoffe für den Hausgebrauch verwendet. Heutzutage besuchen uns oft auch Leute wie ihr, auf der Suche nach Heilmitteln und Ähnlichem. Könnt ihr mich in Alchemie unterrichten? Oh nein. Ich bin ja eigentlich nur eine einfache Kräutersammlerin. Stattet Lamir in Mortal einen Besuch ab. Sie sollte euch helfen können. Ja. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter und Zaubertränke braucht. Mach ich auch. Also die hat schon mal nicht das, was ich suche. Noch mehr Geschäftchen. Da waren wir. Der Schmied. Pfeilmacher. Aha. In der Halle der Toten kann man wahrscheinlich nichts kaufen. Katakomben. Die Häuser von verschiedenen Leuten. Ach, da ist die Badenschule. Victoria Vickys Haus. Okay, ja, beim Schmied könnte ich noch vorbeischauen, aber da habe ich jetzt nicht so große Hoffnung eigentlich. Ach ja. Jetzt bin ich zum Pfeilmacher gegangen. Na gut. Erstmal rein. Ist hier jemand? Hallo? Wenn hier niemand ist, dann nehme ich das Gold mit. Es liegt ja nur so rum. Okay, ein paar Bögen. Köcher. Schwaches Gift. Auch nicht schlecht. Ich weiß, dass ich stehle. Aber hier ist ja gerade keiner. Da ist er. Hallo und willkommen, mein Freund. Gut, dass er es nicht mitgekriegt hat. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag helfen? Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten dem Krieg vor. Nett. Was habt ihr zu verkaufen? Ein Bogenschütze? Oh, nein, da habe ich genau nicht das Richtige. Aber vielleicht hast du ja. Du hast einen Dietrich, den kaufe ich. Alles andere ist wirklich nur Pfeil und Bogen. Okay. Kommt doch bald mal nix wieder für mich, vorbei. Nix für mich. Auf zum Schmied. Du bist der Schmied, ne? Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will einen Stein. Hat der auch nicht, Mann? Dietrich nehme ich natürlich wieder mit. Irgendwas Besseres dabei? Nee, okay. Nee. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Eine Schmiede macht niemals Pause. Ja, eine Schmiede macht niemals Pause. Das in der Tat, ja. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Ja, Tief ist dabei. Okay. Also. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Riftorn. Ja, ich weiß. Aber ich will ja noch ein Vampir selber werden. Also ein richtiger, nicht nur einfach, ich werde gebissen und dann so, oh mein Gott, das Sonnenlicht schadet deiner Haut. Ja. Gut. Ist schon wieder aus Versehen gezogen. Jetzt gucken wir nochmal. Vielleicht komme ich ja auch ohne die Quest in das Schiff rein. Bürger,
Das liegt ja hier auch in der Nähe. Mal kurz auf die Karte. Ah ja, hier ist die Quest aktiv. Das ist das Lagerhaus und das könnte das Schiff davon sein. Dann können wir ja mal schnell reisen. Schnell reisen. Ihr da. Kann man die Quest ja auch fix machen. Kann man mit dir auch reden? Du stehst so weit weg, ich komme nicht an dich ran. What the fuck? Dann geh ich ja rein. So. Entschuldigt. Ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu bedenken. Und deswegen stehst du hier so rum? Na gut. Yvette-san hat mich gebeten, nach ihrer Gewürzlieferung zu sehen. Ach ja, wenn sie den Zoll von 2000 Goldstücken entrichten möchte, wäre alles geregelt. Das ist schon eine Menge. Ich könnte überreden, oder ich könnte bestechen. Yvette kann sich keine Zollgebühren leisten. Sie kann sich kaum ihren Stand leisten. Ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich mag ihren Würzwein sehr. Na schön. Richtet Yvette-san aus, dass ihre Lieferung in Kürze nach Einsamkeit gebracht werden wird. Aber gut gemacht. Dann gehen wir auch gleich wieder zurück. Aber erstmal gucken. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, dann trink doch was. Missachtet das Gesetz. Wir sind verschwunden. Ihr missachtet mich. Ja. Vielleicht wird das müssen. Guck mal, hier steht doch ein Met. Wache, Met steht hier. Holt ihn euch. Okay, gucken wir mal. Red Wave. Was ist das? Taria ist das eigentlich. Gucken trotzdem mal. Dorian. Ihr habt hier nichts verloren. Und trotzdem bin ich hier. Xander. Iris. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren. Es ist schön, wie sie alles gleiche sagen. Sabine. Ihr habt hier nichts verloren. Oh Mann, ey. Ich möchte mich aber umgucken. Okay, das muss ich jetzt nicht stehlen. Die ist leer. Ihr habt hier nichts verloren. Trink jedes Mal ein, wenn sie sagen, ihr habt hier nichts verloren. Ah, ich erinnere mich an dieses Schiff. Hier war ich mal in meinem ersten Playthrough. Verschwindet. Ihr seid hier nicht erwünscht. Aber hier ist sonst auch nichts von Bedeutung irgendwie. Das ist definitiv auch nicht das, was ich suche, glaube ich. Also, das Schiff. Also. Ihr geht jetzt besser. Bett fremd. Verschwindet. Ihr seid hier nicht erwünscht. Aber das ist auch nicht schlecht. Was? Kannst du dich nicht in dein Bett legen, wenn du dich irgendwo einschleichst. Ja, ja, ich gehe ja schon. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Okay, das ist es auch nicht. I guess. Makelloser Rubin. Ich hätte nicht gedacht, dass... Oh Gott, da geht's ja gar nicht runter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig sein wird. Weil ich habe ja auch makellose Granit. Wie sind die? Granatsteine, genau. Makellose Granatsteine habe ich ja auch welche. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Schnitt. Ja, kann ja sein, ne? Wenn ihr mit den Schlössern hier herum. Der Zutritt zum Lagerhaus ist verboten. Ich schlage vor, ihr geht wieder dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Was ist das hier für ein Ort? Das hier ist das zentrale Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Leider ist es wegen einiger Probleme in der letzten Zeit kaum noch benutzt worden.
Doch euch ist ohnehin der Zutritt verboten. Okay, welche Probleme hat diese ostkaiserliche Handelsgesellschaft? Woher sollte ich das wissen? Ich arbeite nicht für sie. Wenn ihr Hilfe braucht, könntet ihr ja mal nach Windhelm gehen und mit Ortus Endario sprechen. Er ist dort der Verantwortliche. Windhelm, von allen. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich gebe mal eben die Quest noch ab, weil... Dann habe ich das erledigt. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Hast du was gegen meine Kleidung? Hallo? Hübscheste Ork-Rüstung? Hallo? Ich bitte dich. Stimmt, es ist zu spät. Ich warte einfach ein paar Stunden. Und dann müsste ja auch jemand wieder am Markt sein. Ja. Du warst es. Ein Reisender wie ihr braucht ein bisschen Feuer im Blut. Möchtet ihr einen Wirtswein? Feuer im Blut. Ja. Okay, die ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat eure Gewürze verschickt. Danke vielmals. Bei jeder Ladung gibt es Probleme. Nehmt dies für eure Mühe. Was haben wir denn gekriegt? Viel Glück. Hab nicht hingeguckt, aber ich wette, ich habe einen Wein gekriegt. Seid ihr jetzt zufrieden? Jetzt kann ich Lauchsuppe mit Wein machen. Oder auch Wein dazu trinken. Wir haben den besten Fisch. Täglich fangfrisch. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ich wette, ihr habt jede Menge Abenteuer erlebt. Ja, ich habe schon eine Menge Abenteuer erlebt. Was man halt so einen Himmelsrand erleben kann. Ja. Wenn ihr Waffen oder Rüstung benötigt, dann sprecht mit Beirand im Schloss Elend. Ja, habe ich schon. Jetzt gucke ich nochmal. Bei einer Karawane oder einem Händler in einer großen Stadt. Das ist halt einfach so nichtssagend. Die Frage ist, wo ist denn dieses Vampirversteck? Finde ich das? Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Meine Süßigkeit, genau. Irgendwie ist mir gerade... Kleinen Moment. Geht gleich weiter. Okay, meine Taskleiste am PC ist nur abgekackt. Nichts passiert. Vampirversteck. Wie heißt das Ding? Wimmerwindbollwerk. Wimmerwindbollwerk. Wimmer. Nee, dann unter V vielleicht. Vampirismus, Vampirmeister. Im zwinkernden Skefer gibt es warme Betten und kalten Met. Ihr auch seht nicht aus, als könntet ihr beides vertragen. Ja, nehme ich. Danke, nette Wache. Wieso finde ich das nicht im Cluster? Tja. Vielleicht finde ich ja hier im Glossar noch den makellosen Rubin. Entschuldigt, ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu bedenken. Ach, du bist das wieder. Ja, mach du mal. Plane deine Hochzeit. Viel Spaß dabei. Ein Drache hat Königshain angegriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Nee, für euch nicht. Okay, keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht. Dann versuche ich es nochmal mit dem... Wie war das? Osten von Markart. Das wäre dann hier. Es ist halt ein bisschen verwirrend. Ich gehe mal zu den Stellen. Good times, als ich noch ein Pferd hatte.
Also. Hier in Markarth befindet ihr euch in der sichersten Stadt von Mitch. Sicher? Bestimmt, weil die so verwinkelt ist. Kennt sich ja keiner aus dort, ey. So, ich gehe Richtung Osten. Osten, Osten, Osten. Osten ist, wo das eh ist. Hier ist ja auch eine Brücke. Aber vielleicht müssen wir über diese Brücke. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie. Ja, Mensch. Hartes Leben, sag ich nur. Kommt man hier auch wieder zum Fluss? Ah, hier auf der Seite. Na gut, vielleicht müssen wir einfach noch ein Stück weiter gehen. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Komm, Lydia, gib Gas. Ziege. Was haben wir denn hier? Karwasten. Windhelm. White Run. Weißlauf. Genau, Markart. Wo sind wir denn gerade? Hier. Ich finde halt den Hinweis, man soll einfach in den Fluss springen, so. Das ist ein kaputtes Boot. Das wird es aber wahrscheinlich... ich rutsche. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Dann nochmal hoch. Wie schwer kann das sein, so einen Rubin zu finden? Hier in den Flussbund vielleicht? Es gibt einfach zu viele Brücken. Was macht denn die Ziege im Wasser? Also, Dinge gibt's? Ich gehe jetzt mal zu dem Boot da hinten. Vielleicht bringt das ja was. Ziege macht mich fertig hier. Wein, Altowein, Granatstein. Wow. Okay, es ist ein Granatstein. Ah, makelloser Diamant. Komm, was ist das? Was ist das? Was ist das? Rubin, es ist ein normaler Rubin. Das ist ein Kästchen. Okay, die müssen wir aufbrechen. Easy. Normaler Granatstein und ein Diadem der Wiederherstellung. Ach, komm schon. Wirklich? Hier ist noch ein Smaragd. Oh, da liegt noch was, Ja! Oh mein Gott! Makelloser Rubin! Es geht weiter! Jesus Christ! Okay, wo müssen wir hin? Das war ja eine Geburt. Aber ein guter Tipp, den ich da gefunden habe. Da müssen wir hin. Da ist der Schrein. Oh, yes. Dann habe ich ja meinen Soll heute tatsächlich erfüllt. So, ja, Cash. Dieses braucht etwas. Ich habe die Gegenstände, die ihr haben wolltet. Ah, wirklich? Ja. Gib sie Cash. Nehmen Sie ja, Cash. Ja, das wird für einen guten Rauch sorgen.
schnell ein Buch lesen. Das sollte klappen. Jetzt tief okay. Einatmen. Inhaliere die Dämpfe. Jetzt geht's ab. Atme tief durch, Sterblicher. Ihr sollt mich deutlich hören. Also lasst diese Dämpfe eure Lungen ausfüllen. Was wollt ihr von mir? Was ist los? Bin ich vergiftet worden? In gewisser Hinsicht. Jedoch nicht stärker, als es ein Dummkopf nach zu viel Wein wäre. Boah. Okay, was wollt ihr von mir? Ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit. Eure Entscheidungen faszinieren mich und ich frage mich, ob ihr wohl der richtige Abgesandte für eine meiner Aufgaben wärt. Welche Aufgabe? Ich habe einen Segen nach Mundus entsandt. Eine verheerende Seuche, die mehrere bretonische Dörfer erfasst hat. Einer meiner Mönche, der Elf Orchendor, wurde losgeschickt, um die Befallenen zu versammeln. Er führte sie in meinem Namen nach Betardans, kam dann aber vom Weg ab. Ich werde seinen Verrat nicht tolerieren. Geht für mich nach Betardans und tötet Orchendor in meinem Namen. Okay. Was würde mir das bringen? Oh, Tierchen. Hallo. warum verdient Orchendor den Tod? Ich habe eure Bitte vernommen, lasst mich frei. Okay, warum verdient ihr den Tod? Eine dreiste Frage. Der Elf muss sterben. Vollstreckt mein Willen oder lasst es. Ich kann auch andere Sterbliche zu Abgesandten machen. Okay, was würde mir das bringen? Ach, die Belanglosigkeit der Sterblichen. Ich hatte sie fast schon vergessen. Ich kann euch für diese Aufgabe ein mächtiges Symbol verleihen. Yes. Ein Dwemer-Wappen, das euch gegen Schwert und Zauber schützen kann. Das ist doch was. Kehrt nach dem Tod des Elfen zu mir zurück und es gehört euch. Das ist auch was, ne? Ich habe eure Bitte vernommen. So soll es sein, Sterblicher. Geht. Tötet Orchendor. Orchendor. Und wir sind wieder zurück. Gut, wo müssen wir hin? Let's kill an elf. Hier hoch. Okay, da war ich noch nicht, also zu Fuß. Auf. Hey. Frech. Herr Wolf? Kann ich hier runter, ohne zu sterben? Ja, sieht gut aus. Fallschaden in Skyrim ist echt nicht zu unterschätzen. Habe ich schon ein paar Mal lernen müssen. Komme ich hier hoch? Oh. Auch gleich noch einen neuen Ort. Ah ja, ich erinnere mich. Das sind die alten. Autsch. Zwergenstätten. Hab euch! Was? Wo? Wer? Warum? Ich will gar nichts von dir. Ich will da hoch. Du bist ja durch? Ja, ist ja gut, ich kämpfe ja schon. Gift. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Du hast mich doch zuerst herausgefordert. Mann, Junge! Was soll das? Hundert Gold nehme ich. Du? Ja, komm, ich knabber mal ein bisschen an dir. Du hast nichts weiter, okay. Wo ist Lydia, wenn man sie braucht? Kommt man überhaupt durch? Mal gucken wir schon. Ah, tatsächlich.
Mal nur gucken, ob die Tür auch offen ist. Ah, ein Hebel. Schön. Geht die Tür auf. Naja, da sind wir ja richtig. Das ist auch gut. Oberer Bereich. Ich gehe nach unten, aber es ist der obere Bereich. Das ist auch interessant. So. Schwaches Gift nehme ich mit. Hier sind überall diese komischen grünen Flüssigkeiten. Ich glaube, hier gibt es auch noch mehr zu holen, aber jetzt muss ich erstmal ein Elf finden. Stirb, bevor du aufstehst. Okay. Gold, Moment. Was war das? Ich wusste es. Ich bin das. Ich ganz allein. Und? Gefällt euch das? Der gerade Gift gekostet? okay, da ist nix. Du hast auch nix. Ist irgendwie nicht der Weg, den ich gehen muss. So Zwergenruinen sind immer total was verwinkelt. Jetzt gehört ihr mir. Wirklich, also du das kotzen. Super. Mach du mal hier. Mach du mal. Nicht? Oh, wieder schön geköpft. Ja. Das freut mich immer, wenn die Köpfe rollen. Nochmal ein bisschen naschen. Und weiter geht's. Kam ich von... Wo kam ich? Hilfe. Okay, ich bin richtig. Haltet Augen und Ohren offen, Schwester. Genug! Im Arcanex mit Periite berät. Jetzt gehört ihr mir. Jemand? Verdammt! Na? Wow! Okay. Es war, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung, Lydia in zwei Hände zu gehen. Die geht damit so ab. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich rein. Da gibt es bestimmt einen Hebel oder so. Oder einen Mechanismus. Ja, ich habe einfach mal draufgehauen. Manchmal funktionieren Dinge, wenn man draufhaut. Truhe. Gold. Hier ist ein Hebel. Ja, perfekt. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Was? Warum kotzen die mich immer an? Kotz mich an! das ist nix. Und du? Und Dietrich, ja, den nehme ich. Okay. Warum bist du da oben, Lydia? Okay. Ach, geht so auch schon. Was? Hier drüben!
Boden. Und? Der fällt aus. Was? Verdammt, stell dich! Ich bin wohl ja, schon verloren. Yes. Ab mit dir, Kopf. Ah, ich wollte mich nicht nähern, ich wollte eigentlich nur durchsuchen, aber man kennt es. Wenn man die falsche Taste drückt. Okay. Hier noch was Hübsches? Giftzeug? Nee. Gut, dann weiter. Ab in die Werkstatt. Was? Was? Jetzt gehört ihr mir. Gefährlich. Ist da noch was Schönes? Nee. Hier. Ein Bett. Die sind schon immer so ein bisschen random. Aber das ist okay. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Warte. Das ist ja der obere Bereich. Das ist ja dann nicht richtig. Nee, wir müssen hier rein. Wir müssen durch die Werkstatt. Was? Was war das? Ich gehöre. Meine Kopf-Upstreak ist auf jeden Fall beachtlich. Gut. Hier noch irgendwas Hübsches? Oder so, ne. Da ist die Tür. Speicher mal vorsichtshalber. Man kennt es. Hier geht's wieder in den oberen Bereich. Was war das? Sehr verwirrend. Ich war das. Aus eurem Fell mache ich mir ein. Aus meinem Fell machst du gar nichts. Mein Fell bleibt an mir dran. Nee, auch nichts Besonderes. Bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ah, da ist die Tür. Untergeschoss. Oberer Bereich, Untergeschoss, Werkstatt. Wer hat das denn gebaut? Na, hier ist nix. Wow. Das war gar nichts. Ich fand schon ein bisschen random gerade. Ich wollte hier mal reinschnuppern. Truhe. Makellose Amethyst. Oh, ich habe sogar eine Quest mit makellosen Amethysten. Ja, das ist ja schön. Einen habe ich schon mal. Das ist verwinkelt. Ich muss da hoch. Es ist noch ein Stück. Habt ihr etwas gehört? Schöne Falle.
gehen wir mal großzügig dran vorbei. Da hoch. Ich wusste es. Ihr seid ein Niemand. Ich bin das Drachenblut. Du kriegst keine Gnade von mir. Knabbern. So, jetzt hast du Wein, nichts Besonderes. Auch nicht. Oder jetzt. Hier noch was Schönes. Nope. Wow, 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 wow. Die haben mich ja bei dem Online-Spiel von Elder Scrolls auch immer genervt, ey. Also. Nehmen wir mal mit. Ein Hartstein, sehr schön. Verbogen, stimmt wie man. Nehmen wir auch mit. Oh Gott! Natürlich eine Falle. Prädestiniert dafür, dort reinzurennen. Ich glaube, sie sind gerade auf Lydia geschlagen. Seid ihr zum Sterben bereit? Nee, aber du. Ihr habt schon verloren. Schön. So. Hebel aktivieren. Oh, der ist händisch, alles klar. Gut, weiter. Lass mal hier hoch. Ein toter Wolf. Mehrere tote Wölfe. Tür. Und ins Studierzimmer. Was? Das ist doch nicht nur ein Zimmer hier. Das ist doch... Meine Güte. Riesig ist das hier. Bisschen Gold. Ich will mein Haus kaufen. Ich brauche jedes Stückchen Gold, das es gibt. Ah! Kann man die wieder ausschalten? Ja! Nein! Okay. Lebst du noch? Okay, sie lebt, sie kriecht. Das nehme ich jetzt mal so mit. Oh, oh, da ist schon wieder einer. Hey, kaputt. Das habe ich noch nicht. Markloser Granatstein. Gut. Kann ja jetzt nicht mehr so weit sein bei so vielen Türen. Und wieder ins Untergeschoss. Okay. Weil es so schön war. Ich glaube, ich muss ja noch mal in Ruhe durchgehen. Weil es einfach... so viele Wege und Türen gibt. Ich wusste jetzt es. Jetzt gehört ihr mir. Das war gar nichts. Ihr seid ein Niemand. Oh Gott, ich bin fast tot. Wo ist Lydia? Mann!
Madame lässt wieder auf sich warten. Oh, komm, schön. Bisschen knuspern. Und durchziehen. Naja, Lydia wird schon wieder auftauchen. Das tut sie immer. Das Arcanex. Das klingt wichtig. Jetzt speichern wir nochmal. Oh Mann. Da ist sie. Lydia, geht's dir gut? Ich brauchst bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Kann man hier irgendwas geben? So like, hier hast du einen Heiltrank oder so? Oh Gott, die ist ja ganz voll. Ich kann dir gar nichts geben. Ihr geht vor, ich folge. Vielleicht ist es auch ein Glitch von Lydia, ich weiß es nicht. Aber sie kriecht so voran. Ah, hier ist der Marker. Schön. Dann haben wir ihn ja gleich gefunden. Hoffe ich zumindest. Nerven so. Schon 11, zeig dich. Oh, da ist noch eine Truhe. Die hole ich mir eben. Oh Gott, nicht runterfallen. Dietrich, Gold. Den nehmen wir mit. Boah, 25. Ja, das ist echt. Den Ring nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Okay. Wo ist er? Ein Wolf. Ach, liebe Zeit. Ich habe doch bestimmt einen tollen Trank dafür. Das ist gut für Verteidigung. Bögen. Naja, okay, das brauche ich jetzt aber nicht. Tragfähigkeit. Egal, dann nehmen wir halt. Nee, das normale Gift will ich benutzen. Ich kämpfe gegen einen Schrotthaufen. Da bringt mir Gift, glaube ich, auch nicht so viel. Hab ihn. Ist irgendwas Cooles bei ihm? Metall. Amethyst nehme ich mit. Rubin nehme ich mit. Oh ja, da fehlt nur noch einer. Dynamo-Kern. Ja, nehmen wir auch mal mit. Elf, wo bist du? Ich werde dich finden. Ja, hier mal kurz. Bevor nochmal so ein Centurio um die Ecke kommt. Da ist er. Ihr hättet da ist er. Sollen. Jetzt bin ich doch schon mal da.
Dann können wir ja auch hier gleich mal Business machen. Aber ruhig anzukotzen. Los geht's. Gift. Ist eine Heilung. Das wäre dann mal erledigt. Und dem lässt sich bestimmt gut essen. Aufzugsschlüssel von Bedarda haben sie leer genommen. Realität und andere Irrtümer. Das klingt gut, nehmen wir mit. Granatstein. Halskette der Genese. Nehmen wir auch mit. Rinde geringe Zerstörung. Das brauche ich nicht. Stab des Frostes, das brauche ich auch nicht. Okay, cool. Haben wir das erledigt. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich hier wieder rauskomme. Ah, da. Mit dem Aufzug. Jawohl. Gut. Lydia liegt immer noch am Boden, alles klar. So, gucken, was mit ihr los ist. Und bin ich jetzt draußen? Jo, dann kann ich ja Schnellreise machen, glaube ich. Dann haben wir das endlich geschafft. Wunderbar. Dieses braucht etwas. Ja, aber noch die Dämpfe zu uns. Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung. Und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden. Yes. Gut. Ich finde keinen Gefallen daran, eine Marionette der Daedra zu sein. Zu spät. Dafür habe ich schon zu viele Daedra-Quests gemacht. Was wird aus dem Befallenen? Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendor ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Gut, wie geht's jetzt weiter? Geht nun, sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder später. Das klingt doch nett. Okay, ich nehme das erste aber trotzdem. Und doch habt ihr euch meinem Willen unterworfen. Warum wohl? Gut, also gut. Umarmt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Lebt wohl. Arrivederci. Schön, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und sind mit dieser Daedra-Quest ebenfalls durch. Wunderbar. Gut. Und da das heute mein Plan war und ich auch ein bisschen drüber bin mit dem, was ich geplant habe, würde ich sagen, machen wir bis hierhin und nächstes Mal gucke ich mal, ob ich die Daedra-Quest noch weitermachen kann. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich noch offen, davon ist 1 aber Stufe 30. Stufe 20 könnte ich schon mal versuchen. Hier brauche ich aber noch Abschluss der Hauptquest, um das fertig zu machen. Dann muss ich zur Diebesgilde. Da bin ich einmal nicht rausgekommen. Und Stufe 14 könnte eigentlich auch noch klar gehen. Ja, schön, gut. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat mich wieder sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr oder wer auch immer morgen wieder einschaltet. Dann mache ich wieder Retro. Entweder God of War oder irgendwas anderes. Ich lasse das mal offen, gerade so auf was ich Bock habe. Und ansonsten, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!